Ist gut. Du kriegst ja was zu essen. Wie weit wir so noch haben, ist die Frage. Haha. Du bleibst schön hier drin. Da haben wir gleich ein, zwei Tierchen auch hier drin. Bäh. Okay, da war noch ein Stack. Das hätten wir auch nicht geschafft. Oh, das Schlimme ist, habe ich mir mal den Gang markiert, wo wir runter müssen. Oh Gott, das ist eine große Fläche, bis ich da wiederfinde, wo unsere Bahn ist. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Sehr klug, Kalimbo, sehr klug. Ha. Bis jetzt sieht man noch nichts. Sollen wir mal gucken? Sollen wir hier so ein bisschen rüberlaufen? Wir müssen eigentlich schon über die Hälfte fertig haben. Eigentlich kann das gar nicht anders sein. Ach, guck mal, hier ist. Ha, hier ist die Bahn. Oh Gott. Oh Gott. Ich glaube, denn ist es auch noch nicht mal doppelt hoch. Da seht ihr das. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Das kann ja wohl nicht so wahr sein. Oh Mann. Also da er sowieso rausnimmt, wie er möchte. Braucht man ja auch nicht hier irgendwie rumzählen. 1, 2, 1, 2, 5. 23, 7 Quadratwurzel zu 8 oder so. Bringt ja nichts. So, wo ist denn hier unsere Mauer? Da erkennt man die ja schon gut. Na gut, das kann da hinten schon sein, dass die ja auch so ist. Bloß dann ist sie halt ein bisschen tiefer, weil der Erde hoch ist. Ne? Man sieht das. Aber wir haben ja schon mal was geschafft hier. Ja? Wir sind ja dabei. Wir sind ja nicht faul. Also man kann uns auch nicht vorwerfen, dass wir faul wären, oder? So. Ach ja. Ich weiß auch nicht, ob das langt. Wir hatten, glaube ich, nur noch ein paar nur noch übrig, ne? Weil ich weiß halt nicht, wie weit wir jetzt das noch haben. Ich habe jetzt auch nicht Lust, wirklich nachzuschauen, weil dann versorgt man sich auch so ein bisschen so, ne, so, oh, not the vibe. Deswegen habe ich gar keinen Bock drauf auf der einen Seite. Scheiße, ich glaube, das war ja zu wenig. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja. Und ja, ich habe mit Absicht zwei Stück Texturen gewählte Steine. Das wird man wahrscheinlich nicht so extrem oft sehen. So ein bisschen so, ne? Weil wir, ne? Aber so ab und zu sieht man halt so ein bisschen Vielfalt da drin halt, ne? Mal ist es der Stein, mal ist es der Stein. Jetzt nicht so extrem. Die Mauer wechselt sich halt mal. Ne? Anbieter A hat was vorbeigebracht, dann war es von Anbieter A verbraucht und jetzt kam Anbieter B. Ne? So eine Art. Könnte man sagen. Glaube ich, passt es ganz gut. Ah, ich werde auch einen Teufel tun und die Mitte ausloten nachher für die Burg. Also ich werde versuchen, die einigermaßen mit hinzusetzen, ne? Dann wird drumherum noch ein bisschen was gebaut, damit das wirklich auch so ein bisschen aussieht. Weil wir haben ja in der Mitte eine Burg. Das ist ja die Mauer.
Man könnte es auch als Stadt. Es gibt ja auch Burgmauern in der Burg selber sind denn ja noch hier, ne? Auch, auch Ho, also hier Stall und so, ne? Und manchmal sogar noch ein Bauer. Ja, richtiger Bauer mit Feldern. Doch, gab es auch. Das waren so riesen Burglandschaften, ne? Müssen wir mal gucken, wie das sich vom Verhältnis ergibt nachher. Bin ich ganz ehrlich. Wenn das passt, dann bauen wir das nun vielleicht auch noch irgendwas rein. Oder wir bestellen eine Art Schmiede, stellen wir nochmal. Ja, eine Art Schmiede müsste wahrscheinlich auch rein. Eine kleine Art Schmiede. Mit einem schönen Strohdach. Wenn das richtig schön heiß da drin ist, dann fängt das an zu kokeln. Obwohl es früher sowieso nur Strohdächer gab nachher. Also am Anfang. So Stroh- und Lehmdächer. Aber die mussten halt hoch genug sein. Dann hat das denn auch nichts ausgemacht. Da war das auch egal. Hey. Ja, ja, blub. Du bist schon so ein Hengst hier, mein Freund. Ich denke, das wird ganz cool, wenn das mal fertig ist. Dann haben wir echt wieder ein schönes kleines Objekt hier gebaut. Also gut, das wird wahrscheinlich mit der größten sein. Von der Größe her, ne? Also die Felder an sich, die wir bei uns zu Hause ja stehen haben, die haben ja viel länger gedauert, wenn man das mal dran denkt. Dass wir da an Zeit reingesteckt haben, dass die alle gebaut sind. Auch noch mit dem Rohrsystem verbunden, mit den Wartungstunneln. Also das war schon nicht unheftig. Aber gut. Dafür sieht es auch Bombe aus, finde ich. Also ich, also mir gefällt es auf jeden Fall. Im Nachhinein könnte man wahrscheinlich noch was ändern, wie mit der Kompost-Erde zum Beispiel, ne? Dann könnte man das Wasser vielleicht weglassen. Könnte dazwischen Gänge machen, Wege nur, anstatt das Wasser. Aber erstmal den ganzen Kompost herzustellen und alles abtragen, wieder auftragen, das ist auch schon eine ganz schöne Heidenarbeit. Vielleicht wird das auch irgendwann mal kommen, wenn ich das im Kopf kriege. Und vielleicht machen wir dazwischen dann irgendwelche schönen Steine, was oder Sand, den Sand, den wir normal nutzen halt, ne, die Erde halt, damit das halt optisch dazu passt. Keine Ahnung, ob das mal kommt, dass man sagt, man passt das mal an. Wir haben schon lange keinen Baum mehr gehabt, ne, weil ich da schon einen sehe gerade, der kommt. Ich glaube, das hat die Ecke sowieso, die mit den Bäumen sehr gut gepasst hat, immer mit den Blättern und so. Also wir müssten jetzt eigentlich theoretisch da beim Anfang sein. Irgendwo. Ich weiß nicht genau, ob das das ist, aber rein theoretisch müsste das beim Anfang irgendwo sein. Aber wir können nicht erst die Hälfte haben, oder? Alter, wir sind hier so am Lochen, ey. Das kann nicht sein. Das muss schon weiter sein. Das macht, das frustriert einen ja hier richtig. Und die Nachbarn sind wild am Rasen. Doch, tatsächlich, das ist der Anfang hier. 1, 2, 3, 4. Schäfchen. Kopf weg. Aber das erinnert mich an... Das weiß ich noch. Die haben wir, die haben wir noch angefangen, noch ein bisschen Erde wegzunehmen. Wow. Wir brauchen schon wieder was zu futtern, ey. Oh Mann. Wir sind jetzt hier beim Anfang angekommen. Ist das jetzt erst die Hälfte, die wir haben? Na, du... Voll scharf, ey. Mann. Hatte sich nur so gerettet bekommen hier. Warum? Neue Sorte Stein. Also wir kommen ja schon weit mit unseren Steinen, so ist es ja nicht. Ich weiß auch nicht, wie viele Stacks wir jetzt dabei hatten, wie viele hunderte schon Steine wir schon verbaut haben wir hier wieder, ne? Ey, das ist auch eine Dimension immer hier, ey.
1,6 sind immer 64. So, ich glaube 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das ist eine dumme Zahl. Er ist immer 18. Wann ist jetzt 4, 5? 1, 2, 3, 4. Oh, das ist so schwer. 1, 2, 3, 4. Nein, waren keine 5. Ich weiß ja nicht, wie wir es geschafft haben, dass immer genau ein Stack jetzt weggeht. Aber eigentlich war es vorhin noch an... Naja, gut. Egal. Keine Gedanken drüber machen. Hauptsache, wir kommen voran. Das ist das Wichtigste. Schalalala. 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 So, liebe Leute, schon mal als Vorwarnung. Das ist für heute der letzte Stack hier, den ich jetzt gerade mache. Beim nächsten Mal machen wir dann weiter. Heiter, weiter mit der Geschichte. Da müssen wir die Mauer auch zu Ende kriegen eigentlich. Also, na. Also, jedenfalls hier die Umrandung, weil wir müssen dann wieder zurück, wir brauchen noch mehr Stein. Dann, wie gesagt, wollte ich ja auch gerne, dass ja auch ein Weg drumherum führt um die Mauer, dass man da so Patrouille laufen kann, ne? Dass, wenn man so Daten hätte, dass man da welche drauf hätte halt, dass hier drauf, oh, siehst du, ich wollte eigentlich nur den Stapel machen. Ich will jetzt auch nicht spoilern für mich selber, nicht mal wo wir sind, wie weit wir noch brauchen. Oh, positives, guck mal, wir haben sogar, wir sind hier wieder, okay. Ja, und dann müssen wir gucken beim nächsten Mal, dass wir es mit dem erstmal fertig kriegen. Dann kommt der Weg da noch ran. Ich denke mal, wir werden die Mauer als erstes fertig machen. Bei der Mauer müssen wir dann noch schrägen oder Treppen machen, damit man da ja, weil man hat ja auch Höhen und Unterschiede da halt eben, damit das passt. Das Tor hatten wir auch schon eine gute Stelle für, da sind wir noch gar nicht wieder angekommen. Fand ich jedenfalls. Da muss er nachher auch einen richtig krassen Weg runterbauen, aber ist er nicht so wild. Das würde richtig cool aussehen, auf jeden Fall. Richtig cool. Gucken wir auch uns dann an. Aber das Tor werden wir ganz zum Schluss machen. Ein richtiges Tor ist sowieso ein bisschen kompliziert, aber ihr wisst ja, was ich meine. So ein Durchbruch oder wie auch immer. Man kann natürlich der Carpenter-Tor nehmen, mal gucken, wie groß man das machen kann. Ich weiß es nicht genau. Von der Größe her geht es eigentlich, aber wie das von der Tiefe her geht, weiß ich das nicht. Müssen wir mal gucken. Schauen wir uns mal an. Ja. Ich weiß, viele werden bestimmt sagen, oh Gott, das ist ja nicht scheiße. Was ist denn für ein Scheiß? Ne, hier passiert ja nichts, außer springen und Steine setzen. Ja, das ist halt, wenn man ein großes Projekt macht ohne weitere Hilfsmittel, muss man es halt so bauen, ne? Und wir sind halt so weit, dass wir jetzt damit anfangen. Vielleicht habe ich mich damit auch übernommen alleine, aber ich freue mich auf jeden Fall drauf. Wir bringen das trotzdem Spaß, auch wenn das natürlich schon, obwohl man nicht viel macht, trotzdem auf die Hände geht oder auf die Arme, weil man sich nicht so viel bewegt. Das ist schon krass auf jeden Fall. Naja. Jedenfalls hoffe ich, es hat euch jedenfalls einigermaßen gefallen. Nächstes Mal machen wir weiter. Wir sehen uns in der Livestream, das wisst ihr ja. Also danke für eure Abos, danke für eure Treue, für eure Leidenschaft dabei, sage ich mal so. Danke, danke, danke. Habt einen schönen Tag oder Abend. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao.